Hallo liebe Leute, hier ist euer Chojin. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Unforeseen Incidents. Wir haben uns schöne Vitamine besorgt, eine Orange, wir haben uns einen Instant-Kaffee besorgt, den wir auch noch brauchten. Und wir haben ein Entwicklerset. Und jetzt wollen wir diesen Film entwickeln. Den da. Und wir haben in diesem Handbuch gelesen in der letzten Folge, diesen ersten Abschnitt, dass wir rotes Licht brauchen, eine Dunkelkammer machen sollen. Das haben wir schon getan, ein paar Videos weiter vorher. Und sollen jetzt uns das zurechtschneiden mit einer Schere, wenn ich das richtig sehe, und in diese Spule tun. So, dann wollen wir da mal schauen. Wir haben hier das Teil. Dann können wir den jetzt Ich hier kann schon... noch keine Bilder auf den Negativen sehen. Ich glaube, die müssen erst... Yeah, ich weiß. Das heißt, du nimmst dir das. Falsch. Schere natürlich. Das kann ich nicht machen. Wir müssen es erst auf die Spule tun. Das kann natürlich sein. Dann versuchen wir das mal. Also den Film packe ich hier auf die Rolle. Wir müssen also nicht zurechtschneiden. Oder muss ich jetzt noch schneiden, so wie das in der Abbildung war? Die Negative passen gerade so auf die Rolle. Gerade so. Das heißt, muss ich nicht zurechtschneiden. Das ist schon mal gut. Dann schauen wir doch noch mal in das Handbuch. Fixierer und Entwicklerdose. Jetzt geht's in die Entwicklerdose. Legen Sie die Spule in den Entwicklungstank und fügen Sie den Entwickler zur Markierung X hinzu. Abbildung 2. Alles klar. Ersetzen Sie den Deckel des Tanks und versiegeln Sie ihn. Jetzt kommt's. Rein damit. Fixierer. Warte, ist das Fixierer? Fixierer. Damit die Bilder nicht anfangen, sich zu bewegen, wie im Tagespropheten. Muss ich da jetzt nicht noch Orange und Backpulver und so reintun? Wie war das denn nochmal? Ich sollte mir selber einen zusammenstellen, ne? Oder muss ich das alles da reintun? Das funktioniert so nicht. Wasser. Ich hoffe, das ist da unten zu und läuft nicht gerade ab. Orange. Ich glaube nicht, dass ich das... Muss ich die vorher zurechtschneiden? Wie mache ich das denn? Messer? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das ist irgendwie falsch. Wir schauen mal, vielleicht kann ich einfach das jetzt da reintun. Ist das das Richtige? Fixierer? Entwickler muss ich da reintun. Ich muss mir selber einen Entwickler machen. Fügen Sie Fixierer in den Tank hinzu. Ich muss mir erst den Entwickler machen. Vielleicht kann ich den aber auch einfach so. Vielleicht kann ich Backpulver jetzt einfach hier reintun. Das ist nicht richtig. Nee, das ist nicht richtig. Wir müssen nochmal mit dem Kerl draußen reden. Der hat uns das gesagt, wie wir das selber machen. Das ergibt keinen Sinn. Instant-Kaffee zuerst vielleicht. Da schütte ich lieber keinen Kaffee drauf. Wollte ja auch nicht darauf. Vielleicht muss ich aber auch das erstmal in den Kaffee tun. Gut. Instant-Kaffee. Okay. Und jetzt alles noch etwas in Vitamin den Kaffee. C und schon habe ich hochwertiges Kaffee-Null. Ja, alles klar. Wir tun noch die Vitamine da rein. Wo ist er? Da hinten? Instant-Kaffee, Backpulver, Vitamin C. Ich habe mir Kaffee Null gemixt. Ich komme mir vor wie ein genialer Chemiekoch. Awesome. Yeah, bitch! Yeah, bitch! okay, ja, diese beiden Sachen passen nicht Nein, gut zusammen. Ich habe nicht gedrückt. Das ist, wenn man dann ein Stück nach unten geht, zu früh, dann ist das Dreck weg. Okay, billiger Tankstellenkaffee. Zeig, was du drauf hast. Das ist unser Entwickler. Sehr gut. Und versiegeln Sie ihn. Ist er von alleine zu? Hoch. Was ist jetzt passiert? Vorsicht für 10 Minuten rühren. Weitere Informationen finden Sie im BICO Universal Development Chart. Wenn diese Zeit verstrichen ist, gehen Sie mit dem Entwickler fort. Gehen Sie mit dem Entwickler fort? Den muss ich wahrscheinlich wegschütten dann. Das meine ich mit. Fügen Sie den Fixierer dem Tank hinzu, bis X den Deckel versiegelt. Und rühren Sie ihn vorsichtig 3 Minuten lang. Ich glaube, ich muss jetzt einfach nur den Fixierer direkt dazu tun.
Dass wir hier drin sind, ist nicht gut. Jetzt wird fixiert. Hätte ich es rühren müssen? Habe ich irgendwas zum Rühren? Hiermit vielleicht? Lieber nicht. Okay. Machst du nicht. Dann schauen wir uns den mal an. Was sagt er denn jetzt dazu? Der Fixierer ist im Behälter. Okay. Gießen Sie den Halter und füllen Sie den Tank mit sauberem Wasser. Gießen Sie den Halter und füllen Sie den Tank mit sauberem Wasser. Rühre 2 Minuten lang. Gießen Sie das Wasser aus und entfernen Sie die Spule aus dem Tank. Entfernen Sie vorsichtig den Negativfilm von der Spule und entfernen Sie ihn von der Kante. Hängen Sie den entwickelten Film trocken auf. Herzlichen Glückwunsch, der Negativ wurde jetzt entwickelt. Um von Ihrem Negativ zu drucken, bestellen Sie so und so. Ich glaube, ich muss diese 12 Minuten nicht warten. Ich muss dieses Rühren nicht machen. Das geht alles so. Das heißt, wir tun jetzt... Achso, da muss ich vielleicht schnell sein? Nee, ich kann gar nichts machen im Moment, wo es so fließt. Okay, das heißt, wir müssen das so machen, oder? Okidoki. Okay, ich glaube, das wäre dann alles. Und, ist was draus geworden? Hey, so schlecht sind die gar nicht geworden. Man erkennt ja fast was drauf. Ich zeig sie besser Halliwell. Also, 12 Minuten warten müssen wir nicht, 3 Minuten rühren müssen wir nicht und dergleichen. Das ist alles unwichtig, das waren einfach nur Zusatzinfos, das haben wir einfach rausgelassen. Und es ist trotzdem was draus geworden. Ich habe den Film entwickelt. Hast du es hinbekommen? Super. Abgesehen von der Negativität sind die gar nicht schlecht. Ja, sie sind gut. Aber für sich genommen reichen die noch nicht aus, um bei irgendwem die Handschellen klicken zu lassen. Was ist in der Kiste? Ich glaube, da waren die Viruskanister drin. Mhm. Das sieht ja wieder Schrottplatz aus, ganz klar. Da sind die Leute und so. Dieses KPN45, das schreibe ich mir jetzt mal auf, was auf der Kiste steht. KAPN45739. Kiste, Pfeil, so. Und da ist ein Ankersymbol. Auf der Transportkiste mit dem Viruszeugs ist ein Stempel mit einem Anker. Das sieht mir nach unnötiger Verzierung aus. Nein, ich kenne diesen Anker. Das ist das Logo des Hafens von Port Nicola. Die Kiste muss da durchgekommen sein. Wir haben eine Spur. Gut. Gut, 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 gut. Das invertierte Greystone Woods ist genauso gespenstisch wie das normale Greystone. Ich glaube nicht, dass das Halliwell bei ihren Nachforschungen hilft. Jarvis hat ein Foto vom Schrottplatz in Yaletown gemacht. Irgendwas sagt mir, dass Rangerin Jarvis nicht oft Selfies macht. Erkennst du den RHC-Typen da? So verbreiten sie den Virus mit diesen Laubbläserdingern. Rangerin Jarvis hatte Glück, da wegzukommen, ohne verletzt zu werden. Du weißt aber schon noch, dass sie mich K.O. geschlagen und gefesselt hat. Ja, das ist seltsam, dass sie überhaupt da gewesen ist. Vielleicht lügt die uns was vor. Wieso hat sie den Schrottplatz überhaupt? Glaubst du, das reicht, um die RHC dran zu kriegen? Sie reichen vielleicht nicht für den Staatsanwalt. Sind aber trotzdem gut. Die Kisten mit dem Virus kamen also über den Hafen? Sieht ganz danach aus. Du hast einen guten Hinweis gefunden. Zeit, mal beim Hafen vorbeizuschauen? Warum eigentlich nicht? Häfen sind genau mein Metier. Bis später. Bis dann, Hafen. Ah! Ich weiß, warum die ein Foto gemacht hat. Weil das Schicksal es so wollte, dass es in meine Hände fällt, damit ich dem Leroy, ist er, glaube ich, ne, am Hafen das Foto zeigen kann. Muss ich die aber vorher entwickeln oder reicht so das Negativ schon aus? Wir gehen einfach mal so hin. Vielleicht muss ich aber auch nochmal zu diesem Fotogeschäft da, aber wir versuchen es erstmal so, damit er in Erinnerung schwelgt und sagt, nein, ich muss zurück zu meinem Schrottplatz, ich kann da nicht mit. Und dann kriegen wir bestimmt seine Passkarte, um in den Hafen rein zu können. Ich vermute, die meisten Gebäude... Ja, da wollte Mike hin. Leroy, schau mal. Ein Negativ vom Schrottplatz in Yaletown. Supi awesome. Hoffentlich reicht ihm das Negativ aus. Hey Leroy, guck mal. Ich habe ein Foto von deinem Schrottplatz. Eigentlich ein Negativ. Aber damit kannst du ein Poster in Plakatwandgröße drucken lassen. Was? Hab. Das ist doch... Das ist... Was, ich kann das haben? Na gut. Du weißt doch. Für einen alten Kumpel mache ich immer gerne Ausnahme. Aber ja, würdest Mann. Du mir dafür eine Weile deinen Hafenpass leihen? Für ein Foto von meinem Schrottplatz mache ich alles, Hab.
Aber den bringst du mir zurück, ne? Ich brauch den morgen selber. Na klar. Aha, alles klar. Dank dir. Ja, das hat ja super geklappt. Die Frage ist, sollen wir da schon rein? Weil wir hatten einen anderen Ort, den wir schon die ganze Zeit aufsuchen können. Und wir kennen das von Point-and-Click-Spielen, dass man irgendwo erstmal hin muss, um Gegenstände zu kriegen, um sie in anderen Orten dann zu benutzen. Darum, glaube ich, schauen wir uns erstmal die Universität an. Was haben wir denn hier alles Schönes? Oh, im Einklang mit sich selbst. Nett gemacht, direkt beim Baum, eine super Stelle. Die PNU-Studenten sind zu klug, um Münzen in den Brunnen zu werfen. Mhm. Nee, ist voll mit Münzen. Los, rausfischen. Willst du nicht? Da geht's rein, da oben steht wieder was. Da drin ist Professor McBrides Labor. Na, der freut sich bestimmt, uns wiederzusehen. Eolos Ökotech halten hier nächste Woche ein Seminar über erneuerbare Energien. Und interessant wird auch sein, wieso sehe ich hier nichts? Hier oben? Ein Baum? Nee, in der Stadt? Mach dir keine Sorgen, Kumpel. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Er verliert recht viele Blätter. Aber okay. So, warum habe ich hier was? Aber es ist nicht anklickbar, ne? Ja, okay. Keine Ahnung, es wird einfach nur das Gebäude sein. Hey, du. Wer, ich? Ja, du. Komm her. Komm her. Was machst du da? Ich finde mein inneres Selbst. Was? Hier in aller Öffentlichkeit? Ich spüre einen Zustand der Unausgewogenheit in dir. Du hast Schmerzen. Habe ich recht? Nein, nicht wirklich. Versuche niemals, dich zu verstellen, weil du Angst hast vor dem, was kommt. Meditation wird dir helfen, deine innere Ausgewogenheit wiederzufinden. Komm her. Höre die Weisheiten von Meister Deepak Shakur. Nimm die Kassette. Setz dich. Okay, wenn es hilft, dich loszuwerden. Schließe die Augen und hör auf meine Stimme. Konzentriere dich auf deine Atmung. Okay, ich konzentriere mich auf die Atmung. Wir machen das auf jeden Fall, weil sehr wahrscheinlich kommen wir in eine höhere Bewusstseinsebene und wir entdecken irgendwas, was uns schon passiert ist vielleicht. Okay, ich konzentriere mich auf meine Atmung. Hey, das ist ja total einfach. Entspanne alle Teile deines Körpers, einen nach dem anderen. Okay, entspannen. 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 Hoffentlich schlafe ich hier nicht gleich ein. Mach deinen Kopf frei von allen Gedanken. Konzentriere dich auf deine Atmung. Oh, es wird dunkler. Ein, aus. Langsam aus. Langsam einatmen. Fühle, wie die Welt dir entgleitet. Fort. Fühle, wie der Druck von dir entschwindet. Ah. Finde Frieden. Also ich mag persönlich auch so Meditation. Ich mache autogenes Training und dergleichen abends immer. Das ist schon ganz cool. Könnt ihr mal testen. Viele halten es für Humbug. Ich denke, das ist echt cool. Frieden, Blumen, John Lennon. Okay, Woodstock. Das hätte ich nicht machen dürfen. Spüre Liebe. Mama. Sei ganz du selbst. Ich bin Harper Pendrell. Finde Frieden. Frieden, Blumen, John Lennon. Ah, da sagt er auch John Lennon. Woodstock. Spüre Liebe. Wieder Mama. Das hat uns auf jeden Fall runtergebracht. Mama. Vielen, vielen Dank, Rupert. Mama?
Er hatte eine heftige allergische Reaktion, aber die Sache ist jetzt im Griff. Professor? Ich habe ihm etwas gegeben, dass er ein bisschen schlafen kann. Du solltest auch nach Hause gehen und dich ausruhen. Gott sei Dank hast du ihn rechtzeitig gefunden. Natürlich, ruh dich aus. Ich bleib hier bei ihm. Ich rufe die RHC an und sage Bescheid, dass ich morgen nicht zur Arbeit komme. RHC? Oh, Rupert, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Warte! Mama! Mama? Ja, das müssen wir mal ausquetschen gleich. Wir wollen Matt sowieso Wright wissen. Hat für die RHC gearbeitet. Wow, was war das? Eine Erinnerung? Ein Traum? Hey! Mein ganzes Zeug ist weg! Hilfe! Dort. Ich wurde bestohlen! Verdammte Scheiße. Aber hallo! Diese fiese... Das macht die bestimmt bei jedem. Wir müssen ihn ja sowieso fragen. Der hat eine Blutprobe von uns genommen. Da stimmt ja irgendwas nicht. Ich vermute, wir sind immun. Hey, die kenne ich doch. Das ist das Mädchen aus dem Tagebuch. Amber Smith. Oh. Amber Smith. Das ist gut. Wo ist mein Buchstabensalat? Da hinten. Ah. Amber Smith. Alright. Vermisst. Nimmst du das mit? Ja, du nimmst es mit und die Karte haben wir auch weiter natürlich. Dann gehen wir mal rein. Machen uns auf der Suche nach dem Mädel. Ich glaube, Spinne hat die mich da einfach ausgeraubt. So, jetzt musst du ein bisschen was aufklären. Hallo, Professor. Harper, wie geht es dir? Alles in Ordnung. Gut. Schön, dass du wieder bei uns bist. Hatte ich wirklich das Yeltown-Fieber? Ich warte noch auf dein Blutbild. Aber wie gesagt, momentan weist du keins der Symptome auf. Aber dieser Mann im Anzug meinte, es wäre das Fieber. Nun ja, vielleicht ist es möglich, dass dein Immunsystem es abgewehrt hat oder irgendetwas anderes verhindert hat, dass du krank wirst. So oder so. In jedem Fall sehr interessant. Vielleicht auch irgendeine Kinderkrankheit, die dagegen Immunität verursacht, die ich hatte. Das wäre interessant. Dann könnte man jedem Infizierten diese Kinderkrankheit vielleicht, diese Bakterien spritzen oder was auch immer. Ich dachte, das Yeltown-Fieber bringt jeden um, der sich damit infiziert. Ja, so war es bisher. Wenn du wirklich das Fieber hattest und überlebt hast, wer weiß, was das heißen könnte. Professor, was ist da in Yeltown passiert? Irgendein Fanatiker muss bei der RHC die Fäden in der Hand halten. Das ist die einzige Erklärung. Warum würde jemand so viele Menschen töten wollen? Das ist genau die Frage, die wir uns stellen müssen, mein Junge. Die RHC sollte den Menschen doch helfen. Ich weiß, ich weiß. Vermutlich arbeiten sie gar nicht wirklich an dem Impfstoff. Das macht meine Forschung noch wichtiger. Wenn du das Fieber wirklich überlebt hast, dann könnte das vielleicht der Hinweis sein, nach dem wir gesucht haben. Machen wir das. Ist es wahr, dass Sie für die RHC gearbeitet haben? Aber ja. Erinnerst du dich nicht? Nein. Nun, du warst wahrscheinlich noch zu klein. Ich habe gegen Ende meiner Promotion für die RHC gearbeitet. Aber ich hatte nichts mit ihnen zu tun seit... Das müssen jetzt 25 Jahre sein. Warum haben Sie die RHC verlassen? Du weißt doch, wie sowas passiert, Harper. Man lebt sein Leben weiter, ständig werden Leute entlassen. Ich hatte sowieso genug in der Uni zu tun. Haben Sie noch Freunde bei der RHC? In den letzten 25 Jahren hatte ich keinerlei Kontakt mit der RHC. Bis zu dem Angriff auf Yeltown. Es ist wirklich kaum zu glauben. Ich glaube ihm eigentlich. Kennen Sie Patrick Rancho? Ich habe ihn nie richtig kennengelernt. Er ist zur Zeit der Fusion aufgetaucht. Wenig später wurde der zum Chef der Firma. Irgendeine Idee, was Rancho vorhaben könnte? Ich widme mein Leben dem Kampf gegen Krankheiten, Harper. Vergiss das nicht. Denkst du, mir gefällt, wie medizinische Wissenschaft hier pervertiert wird? Nein, ich... Von Leuten, für die ich mal gearbeitet habe? So meinte ich das nicht, Professor. Entschuldigung. Okay. Verstehen Sie sich gut mit Halliwell? Wir haben uns beide zu Tode gesorgt, als du fort warst. Jane ist ein nettes Mädchen, aber sie stellt viele Fragen. Wirklich? Mir nicht. Nicht? Dann steht sie wohl auf mich. Professor! Der alte Lustmolch. Ich habe Angst, das sagen wir ihm nicht. Bis später. Mach's gut, Harper. Tüdelü. So, dann schauen wir noch mal ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Eine Liege? Oh. Der Behandlungstisch sieht nicht gerade bequem aus.
Was? Leg dich hin. Medizinische Apparaturen. Ich hätte schon Lust, das Multitool mal auf die ganzen Geräte des Professors loszulassen. Mal rauszufinden, wie die alle funktionieren. Aber ich werde es nicht tun. Das ist auch cool, dass sie immer laut reden, natürlich. Sieh dir das Mikroskop an. Damit könnte man jemanden bewusstlos schlagen. Aber das ist ein sensibles wissenschaftliches Instrument. Und es wiegt 13 Kilo. Natürlich könntest du damit jemanden bewusstlos schlagen. Dann hätte ich das gerne. Eine Mordwaffe. Das wäre nicht schlecht. Und vielleicht kommt das sogar noch vor. Oder wir finden irgendwo anders ein Mikroskop. Wir wissen ja, wir können jemanden kaum hauen damit. Wenn ich so aussehen würde, würde ich auch zum Arzt gehen. Das sieht aus wie ein Kamel fast. Was ist das für ein Mensch? Können wir es mitnehmen? Professor McBride mein Blut mit diesem Mikroskop? Okay, wir können hier nichts mehr machen, würde ich sagen. Schade, wir haben keine tollen Gegenstände bekommen. Wir sind eigentlich zur Universität, zum weiteren Ort gegangen, weil wir gedacht haben, boah, jetzt finden wir irgendwas. Dem war aber leider nicht so. Wir haben alles verloren. Verdammt. Das heißt, wir müssen erstmal ausfindig machen, wo zum Teufel meine Sachen sind. Aber bevor wir das machen, machen wir hier nochmal einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.